Wenn deine Eltern paranoid sind, du das Gefühl hast, dass sie dich ständig kontrollieren oder sogar überwachen, dich nicht fortgehen lassen wollen, weil sie Angst haben, dir könnte etwas zustoßen. Nicht etwa aus Sorge, sondern aus Verlustängsten. Wenn sie dir einfachste Tätigkeiten nicht alleine überlassen können, weil sie Angst haben, dass du etwas kaputt oder falsch machen könntest. Ich sage dir, das kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Ich weiß nicht, was passieren oder welche Erfahrungen man im Leben sammeln muss, um eine paranoide Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man damit umgehen soll. Oder wie ich in meiner Kindheit damit umgegangen. Oder wie ich in meiner Kindheit damit hätte umgehen können. Nicht jedes Kind geht mit der Situation gleich um. Häufig artet es in einer Rebellion aus. Kinder versuchen, gegen diese Erdrückung anzugehen. Oft kommt es dann zu gegenseitigen Schuldzuweisungen. Andere wiederum schlucken es runter, versuchen es so lange zu ertragen, bis der Tag kommt, an dem sie ausziehen und die Eltern nie wiedersehen müssen. Dann aber mit 27 noch immer im Elternhaus wohnen und sie erst spät bemerken, dass der Schaden schon längst angerichtet worden ist.